Guten Abend, mein Name ist Andreas Boxleitner und herzlich willkommen zu meinem 123. Comedy-Video hier auf YouTube. Ein Thema, das uns nach wie vor täglich bewegt, ist der Coronavirus. Und auch wenn viele das Thema satt haben und über die Lockerungen der Schutzmaßnahmen erleichtert sind, wird der Virus, gerade wegen Lockerungen wie bei den Reisebeschränkungen, vermutlich noch länger in aller Munde sein. Und das waren und sind ja auch schwere Zeiten mit diesem Covid-19, weil bei so einer Pandemie, da ist ja jeder betroffen. Und die Zeitungen finden jeden Tag neue Wirtschaftszweige, die auch betroffen sind. Da bekommen sogar Worte wie alle eine völlig neue Bedeutung. Besonders bewundere ich natürlich die Helden der Pandemie. Diejenigen, die dem Virus jeden Tag Auge in Auge gegenüberstehen. Die wissen, dass wir den Virus nur mit Entschlossenheit und Mut besiegen können und dem Virus zurufen, Mut irrt nicht. Und eine Berufsgruppe, die während der Pandemie die Stellung gehalten hat, waren ja die Einzelhändler, die Verkäufer, die uns weiterhin mit Lebensmitteln und fast allen Gegenständen des täglichen Gebrauchs versorgt haben. Aber das ist ja auch so ein ganz besonderer Typ von Mensch. Das Einzige, was für einen Verkäufer zählt, ist der Verkauf. Und die meisten stehen auch dazu. Zum Glück gibt es jetzt nicht mehr diese Hamsterkäufe, wie in der Anfangszeit der Pandemie. Wobei ich mich heute noch gewundert habe, als ich im Supermarkt keinen Rum gefunden habe. Ich habe zuerst gedacht, trinken jetzt plötzlich alle Rum oder was? Aber der Verkäufer hat mir dann gezeigt, wo der steht. Das war echter Überseerum. Aber viele konnten in den letzten Wochen ja nicht in ihrem Beruf arbeiten. Wie viele Unternehmen hatten ja auch die Restaurants und Bars geschlossen. Und ich finde es gut zu sehen, welche Welle der Hilfsbereitschaft über das Land gezogen ist. Jeder hat ja versucht, mit dem zu helfen, was er konnte. Als zum Beispiel die Barbetreiber gehört haben, dass es den Fischern schlecht geht, war denen sofort klar, Barbetreiben, da können wir helfen. Aber durch die Lockerungen wird alles jetzt wieder besser. Auch die Instandsetzungsarbeiten am Flughafen Bär sollen wieder weitergehen. Und schon sieht man wieder in irgendeinem Altbau Tapeziererlehrlinge, die alte Tapetenreste abkratzen. Und der Meister kommt herein und fragt, was geht ab? Von der Krise nicht so betroffen sind die Leute, die die Möglichkeit haben, Homeoffice zu machen. Aber auch da ergeben sich natürlich andere Probleme. Manche haben zum Beispiel Schwierigkeiten, im Homeoffice Beruf und Privatleben zu trennen. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass das von Arbeitgebern ausgenutzt wird. Wenn dann zum Beispiel die Ehefrau eines Programmierers am Wochenende ihren Mann fragt, hast du nicht versprochen, jetzt am Wochenende im Garten zu arbeiten? Dann gibt es schon öfter Antworten wie, das geht doch nicht wegen der Beetaversion. Aber manche Unternehmen haben natürlich jetzt ernste Schwierigkeiten. Zum Beispiel, wenn der Chef einer Stanzerei den Auftragsrückgang nicht versteht und meint, aber gerade jetzt sagen doch alle, dass die Stanz wichtig ist. Oder auch der junge Flaschner, der versucht, das Familienunternehmen mit Biegen und Blechen wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.